Einmal Donnerbüchse mit Kriegsbemalung, bitte. Der Rallye-Ableger RWRC ist der stärkste Polo aller Zeiten. Klar braucht so ein Kraftwerk ein paar Zeichen seiner Macht. Insgesamt ist der WRC verblüffend dezent, aber seine Rallye-Streifen trägt er durchaus mit Stolz. Schließlich hat er, im Gegensatz zum Weltmeisterauto, zwar 95 PS weniger, aber immer noch 220 Pferde unter der Haube. Innen gibt selbst diese Rennsemmel erstmal den großen Langweiler. Daran ändern auch die hübschen Sportdetails nichts. Die Krux, im Alltag ist das genau das Richtige. Alles qualitativ hochwertig, leicht bedienbar, zickenfrei. Unterwegs macht der RWRC auf sehr deutsche Art das, was er soll. Krawall und eine Menge Spaß. Das Fahrwerk ist exzellent, aber trotzdem nicht so hart, dass man es nicht jeden Tag nutzen könnte. Der Motor ist sehr antrittsstark und sehr drehfreudig und dennoch lärmt es auf langen Strecken nicht zu viel. Gestaunt haben wir übrigens, wie viel Spaß das Sechsganggetriebe macht. Es geht eben auch ohne DSG. Wer den König aller Kleinwagen kaufen will, der sollte sich erstmal in Demut üben. Der Preis von knapp 34.000 Franken ist für einen Kleinwagen doch recht deftig und dazu kommt, dass man erstmal einen kriegen muss. Nur 300 RWRC kommen in die Schweiz und die meisten sind schon weg, da heißt es Beeilung.